Hallo Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Fabi und heute geht es um die letzten vier Immobiliendeals, wie wir diese akquiriert haben. Dafür habe ich meinen Geschäftspartner und unseren Akquisitionsmanager dabei. Servus. Und wir besprechen jetzt die letzten vier Deals. Also fangen wir mal an. Rein Mittelhaus. Genau, ein rein Mittelhaus. Hier bin ich ganz zufällig mit offenen Augen natürlich immer durch die Landschaft sozusagen gefahren mit dem Fahrrad und habe ein Rhein-Mittelhaus eben gesehen. Der Garten sah ziemlich verwildert aus. Habe dann einfach gedacht, was ist da los? Habe ein bisschen genauer geschaut. Auch die Hofeinfahrt sah ziemlich verwildert aus. Bei den Fenstern hat man es dann auch gesehen, dass das Haus leer steht wahrscheinlich. Da habe ich beim Nachbar geklingelt. Die haben gesagt, ja, es ist eine Erbengemeinschaft, ist wahrscheinlich, steht gerade leer und steht wahrscheinlich zum Verkauf. Da habe ich mir gedacht, gut, dann hänge ich halt einfach mal einen Zettel hin, ganz normal, den A4-Blättle draufgeschrieben, hallo, ich habe zufällig gesehen, dass das Haus leer steht, ich bin gerade auch auf der Suche nach einem Haus. Wenn Sie Interesse haben zu verkaufen, würde ich mich über einen Anruf freuen und Telefonnummer, Handynummer drunter mit meinem Namen. Gut, gewartet und tatsächlich 2 Wochen später kam auch der Anruf. Ja, ich habe gesehen, Sie hätten Interesse am Haus, sollen wir uns mal treffen? Ja klar, gleich hingegangen dann. Dann war es wie gesagt eine Erbengemeinschaft aus 3 oder 4 Erben. Es waren erstmal nur 2 Erben da. Mit denen habe ich dann ein bisschen gesprochen, habe gesagt, ja gut, sieht gut aus. Ich lasse mir mal durch den Kopf gehen. Noch gar nicht über den Preis so arg gesprochen. Dann sind wir zu zweit hin und dann ist auch das erste Mal ein Preis gefallen und sind relativ tief gegangen auch mit dem Preis. Der Verkäufer hat seine Preisvorstellung genannt, die relativ hoch war und unsere Preisvorstellung war mal, glaube ich, bei einer Differenz von 80.000 Euro und der Verkäufer meint dann eben auch, ja, wir sind wie gesagt eine Erbengemeinschaft und da gibt es noch eine dritte Erbin, die aus den USA kommt und die man dann eben auch nochmal fragen müsste. Gut, haben wir gesagt, ja, dann fragen Sie die mal und die ist dann auch 2 Wochen später aus den USA gekommen. Wir eben nochmal getroffen und ja, dann haben wir uns eigentlich auch, ich glaube, 10.000 Euro teurer als unser erstes Angebot, da haben wir uns dann auch getroffen. Und ja, Notartermin vereinbart, alles wunderbar geklappt und haben jetzt dann am Ende, ich glaube, 20% Marge gemacht beim Verkauf. Alle Nebenkosten natürlich mit drin, von dem her guter Deal. Guter Deal auf jeden Fall. Und die Nachbarn wollten es nicht kaufen? Die Nachbarn, da vielleicht auch Glück gehabt, dass wir genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort waren. Ja. Die kamen irgendwie die Eigentümer oder die Erben, haben den Zettel gesehen, uns gleich kontaktiert. Die wollten es auch einem Makler geben und da haben sie auch überlegt, ob sie es selber renovieren sollen oder so. Aber ja, ich habe gesagt, ja, ich würde es selber gerne machen und so. Und ja, keine Ahnung, hat dann einfach gut geklappt. Okay. Was gibt's noch für Deals? Genau, das war jetzt der erste Deal. Also das war ein Flip-Deal, also nicht mal fix, nur Flip. Genau. Bisschen entrümpelt, Rasenmähen. Den Garten ein bisschen hergerichtet. Und Garten richten. Genau, das war es eigentlich. Ja, so die alten. Wir haben wirklich baulich gar nicht wirklich was gemacht. Ja. Weil wir uns gedacht haben, okay, wenn wir jetzt anfangen, dann wird's viel. Kommt auf dem Hundertste ins Tausendste. Und dann haben wir uns gedacht, okay, lassen wir es einfach so. Und hat auch gut geklappt. Sanierung wäre der Plan B gewesen. Oder? Genau. Okay. Der nächste Deal, das war ein Dreifamilienhaus. Die genaue Akquisition lief eigentlich über das lokale Plättle, also nicht über diese Lokalzeitung, sondern wirklich über so ein, wie nennt man das, so Werbeplättchen oder ja, so ein Amtsblatt oder. Ja, so wo ja. So ein paar Berichte drin sind, aber auch viel Werbung, Kleinanzeigen, so ein Plättchen. Dass man nicht reingeworfen wird, wenn dran steht, bitte keine Werbung einwerfen. Genau. Und da, wie gesagt, immer wenn die kommen, das ist bei uns Mittwoch und Samstag, muss man natürlich immer morgens gleich schauen. Und hier hat es auch gut geklappt. Dreifamilienhaus, wie gesagt, gleichen Eigentümer angerufen, Termine gemacht. Das war ein bisschen abseits in unserem Landkreis, ein bisschen außerhalb sozusagen, am Rand vom Landkreis. Und ja, gleich angeschaut,
mit ihm gesprochen. Ich glaube, es waren auch über 3, 4 Telefonate, ging dann die Preisverhandlung. Ja. Und schlussendlich hat dann die Preisverhandlung, da sind wir dann in den Urlaub geflogen, standen in Paris am Zwischenstopp sozusagen auf dem Weg nach Costa Rica war es, gell? Genau, ja. Und da dann war dann die letzte Preisverhandlung sozusagen kurz bevor wir in Urlaub oder als wir schon auf dem Weg in Urlaub waren, hat dann eben noch der Deal geklappt. Das war natürlich nochmal super. Dann hat man, konnte man guten Gewissens sozusagen in Urlaub gehen. Ja. Auch hier Dreifamilienhaus haben wir Teilungserklärung gemacht. Du hast ja, glaube ich, auch schon ein bisschen den Deal beschrieben im Ja, da gibt vorhergehenden es ein Video. Video dazu, weil das war ein bisschen aufwendiger als gedacht. Also die gesamte Aufteilung hat länger gedauert und der Verkauf auch. Da gibt es ein Video dazu, das verlinken wir euch mal hier. Genau, schlussendlich Dreifamilienhaus aufgeteilt, alle 3 Wohnungen einzeln an jeweils einen anderen Käufer verkauft, über einen Makler. Ja, insgesamt, wie der Fabian auch schon erwähnt hatte, vielleicht ein bisschen zu kompliziert für am Anfang für Fix und Flip. Eine einfache Wohnung oder so, 30, 40 Quadratmeter, wäre sicherlich leichter gewesen. Aber gut, hat im Endeffekt auch von der Marge her gepasst Ja. und hat Spaß gemacht. Was haben wir da auch so 20%, ja. Genau. Dann kommen wir zur dritten Sache. Genau, das war kein Fix und Flip, sondern das war Ein einfach Bestand. ein Bestandsobjekt. Wie hat das Ganze funktioniert? Wir hatten in dieser ganzen WEG schon eine Wohnung und ich war dann mal auf einer Eigentümerversammlung und es hieß, ja gut, wir brauchen jemanden, der Rasen mäht. Habe ich mir gedacht, ja, keine Ahnung, keiner will es machen, so, okay, dann mähe ich halt einen Rasen noch in dem Haus. Okay. Wie gesagt, wir hatten die Wohnung, wir hatten, ich hab da ein bisschen den Rasen gemäht, wurde natürlich auch bezahlt und hat gutes Verhältnis gehabt zum Hausverwalter. Und dann kam auf einmal ein Anruf vom Hausverwalter, ja, da gibt es jetzt auch einen Todesfall und eine Erbengemeinschaft und die würden gerne eine Wohnung verkaufen. Eine Zimmerwohnung, Küche, Bad, Balkon, 40 Quadratmeter, ja. Sag ich mal, Lage war okay. Die WEG kannten wir ja auf jeden Fall sehr gut. Und die Wohnung war, ja, keine Ahnung, wussten wir auch nicht so genau. Ich habe dann die Telefonnummer bekommen, gleich angerufen um 10 Uhr morgens, habe gesagt: Ja, wie sieht es bei Ihnen aus? Sie wollen ja die Wohnung verkaufen. Hätten Sie heute Mittag Zeit? Ja, klar, heute Mittag können wir uns treffen um 14 Uhr. Ja, okay. Dann sind wir auch hingegangen zusammen. Haben uns die Wohnung angeschaut. Wir hatten sogar schon, wie gesagt, eine Wohnung in der WEG, genau desselben Typs, also auch sogar genau oben drüber oder unten drunter, genau selber Grundriss, also da kannten wir schon, wir kannten auch schon das Haus und der Zustand der Wohnung war, naja, Ja, schlecht. geht so, ja, schlecht. Sehr schlecht. Also wir haben im Endeffekt auch eine Kernsanierung durchgeführt. Aber zurück zum Deal, also haben dann gesprochen, ja, was wollen Sie, was wollen wir und waren noch Stellplatz dabei und sind dann auch im Endeffekt zu einem sehr guten Preis gekommen und haben dann auch noch am selben Tag, beim selben Treffen auf so einem Dinner 5 Schmierzettel Ja. auch so eine Art Reservierungsbestätigung gleich mit denen gemacht, ja, hallo, wir, Fabian Fröhlich und so weiter, wollen mit Ihnen, der Erbengemeinschaft und so weiter, den Kauf gerne abwickeln zu dem Zu und dem dem Preis, Preis. ja. Ja, und hat dann auch wunderbar geklappt. Waren auch, glaube ich, 3, 4 Erben. Saß dann auch ein paar Wochen später beim Notar. Alles wunderbar geklappt und der Preis war hier auch echt. Also da sind wir bei der Vermietung bei einer zweistelligen Rendite. Das macht sehr viel Spaß. Ja, was haben wir noch am Start? Den nächsten Deal hattest du ja dann tatsächlich gefunden, ne? Ja, genau, das kam über einen Kontakt zustande, der indirekt eigentlich durch Social Media auch entstanden ist. Hat der Max, da gibt es glaube ich auch ein Video zu, ja, hat der Max mir den Deal vorgestellt. Er wollte selbst kaufen und da waren ein paar Randbedingungen, die nicht so ganz einfach waren. Er hat ein bisschen Angst gehabt, dass da ein langfristiger Schaden entsteht und es war auch nicht so ganz easy. Also jetzt in dem Beispiel zuvor, was er eben erzählt hat, ja, da war es ja auch ein sehr schlechter Zustand mit sehr hohem Sanierungsaufwand. Unsere Rendite ist auch nur so gut, muss ich dazu sagen, weil wir selbst saniert haben, ja. Und genauso in dem anderen Deal, wo ich jetzt eben drüber spreche, da haben wir auch den Vorteil, wenn es kaputt gegangen wäre, etwas hätten wir selbst richten können. Den Vorteil hatte der Max nicht und dementsprechend auch hätte er ein größeres Risiko gehabt als wir, wenn wir kaufen.
Dann habe ich es mit ihm angeschaut und ihm eine kleine Tippgeberprovision gegeben dafür, dass wir die Wohnung kaufen, ja, weil er uns hat es gefunden, hat es mir vorgestellt, wir haben es gekauft und dementsprechend hast du auch die Chance, wenn du irgendeine Wohnung hast oder findest oder ein Haus, dass du es uns schickst und wir das kaufen und dementsprechend uns mit einer kleinen Tippgeberprovision einigen. Aber hier haben wir noch einen richtig geilen Trick ausprobiert und es hat leider nicht so ganz geklappt. Ja. Genau. Da gibt es ja vom Oliver Fischer die Schilderstrategie, dass man Schilder aufhängen muss, ja, haben wir uns gedacht. Genau, also diese Hohlkammerplatten, so 50 auf 30 Zentimeter draufgeschrieben, ja. Privatdoppelpunktsuche, Doppelhaushälfte in Heilbronn und Umgebung, Telefonnummer dazu. Und das ganze Schild habe ich dann eben an Fahrrad dran gemacht, mit Kabelbindern, an Rahmen dran und mein Fahrrad direkt vors Grundbuchamt gestellt, mit im Schloss festgemacht. Sind zufällig genau vorm Grundbuchamt Fahrradständer, die auch noch so leicht schräg stehen, damit eigentlich die Ausrichtung perfekt ist. Also jeder, der rein und raus geht, sieht's. Genau, jeder, der rein und raus geht, sieht's eigentlich. Ich habe das, glaube ich, Donnerstagabends habe ich's hingemacht. Und musste dann tatsächlich montags drauf zum Grundbuchamt, um einen Auszug eben zu holen. Komm hin, was ist los? Das Fahrrad ist weg. Im Schloss dran gemacht und das Fahrrad ist einfach weg. Also keine Ahnung, ob es geklaut wurde oder ob es Ordnungsamt war oder so. Ja, safe geklaut, oder? Man weiß es nicht, aber ja. Sollen wir mal beim Ordnungsamt anrufen und fragen? Ja, keine Ahnung, könnte man mal machen, genau. Ja. Gut im Ansatz, in der Vollendung hat es leider nicht funktioniert, dieser Weg. Genau, ich glaube, was man hier auch wieder sieht, das waren jetzt vier Deals und alle vier sind über unterschiedliche Kanäle zustande gekommen. Du wirst das sicherlich häufig gefragt, wie finde ich Deals? Ja. Es gibt, glaube ich, kein genau so. Manche Sachen funktionieren natürlich besser, manche schlechter, aber im Prinzip einfach dranbleiben, überall schauen, mit Leuten reden. Und dann irgendwann passiert's. Ja, einfach die Nase auf die Straße wie ein Spürhund und immer kräftig suchen, dann findest du auch was. Und schreib uns doch mal in die Kommentare, wie du deinen letzten Deal gefunden hast. Das interessiert uns auch auf jeden Fall. Und wir wünschen jedem, der es hier gesehen hat, viel Spaß und viel Erfolg beim Suchen vor allem. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.